Es ist nun fast anderthalb Jahre her, dass die Kirche in Großröhrsdorf gebrannt hat. Nach diesem dramatischen Ereignis war die Zielsetzung der Kirchgemeinde klar: ein Wiederaufbau der Kirche. Ein Infoabend über die kommenden Vorhaben fand deshalb im Gemeindehaus Großröhrsdorf statt. Nicht nur solche Abende sorgen dafür, dass die Gemeinde in Großröhrsdorf in den Wiederaufbau mit einbezogen wird. Es gab im Voraus auch eine Umfrage, in der die knapp 700 Teilnehmer mitbestimmen konnten, wie die Kirche in Zukunft gestaltet werden soll. Ein schönes Ziel wäre es doch, wenn wir alle in ein paar Jahren in die neu gebaute Kirche kommen und dies alles so wahrnehmen. Die Umfrage ist eins der Puzzleteile des Perspektivprozesses, und alle zusammen bilden jetzt die Grundlage für das Anforderungsprofil. Aus diesen Antworten hat das Perspektivteam der Gemeinde Großröhrsdorf ein Anforderungsprofil entworfen, welche folgende Gedanken widerspiegelte. Die äußere Gestalt unserer Kirche soll optisch ansprechend, einladend und freundlich sein. Wir wünschen uns eine Wiederherstellung des Turms in Größe und Gestalt, so wie er einmal war. Mit Kirchturmuhr, vier Glocken, wenn möglich nachts beleuchtet, als ein Wahrzeichen der Stadt. Als Wichtigstes für uns als Christen ist hier, dass der Gottesdienstraum geprägt ist von einem Kreuz, als einem zentralen Blickfang, als einem zentralen Bestandteil im Kirchenraum. Es soll einen Altartisch geben, um den sich die Gemeinde versammeln kann, der auch flexibel verschiedene Raumnutzungen, Konzerte, Gottesdienstformen möglich macht. Mit diesem Anforderungsprofil soll eine grobe Richtung vorgegeben werden. Dies soll die Grundlage für einen Architektenwettbewerb sein, der in den kommenden Monaten ausgerufen werden soll. Für die neu geplante Kirche sind bereits mehr als 520.000 Euro gespendet worden. Die Kosten für den Neubau sowie der Baustart sind jedoch noch offen.